So, ich deute mal dezent mit meinem Mauszeiger hier rüber und kommentiere das mit dem Satz: Alle Probleme hausgemacht. Erstmal möchte ich das hier reparieren und euch dann fragen, wer von euch den Fail gefunden hat, der hierzu führte. Ich dachte nämlich, und das war einfach schlechtes Timing, dass es mit dem Abriss dieser Tierpflegerhütte zu tun hatte, denn kurz danach ging diese Meldung hier auf. War aber nicht der Fall. Ich war so toll und habe einen Tierarzt von hier unten nach hier oben gezogen, weil ich dachte, das sei ein Tierpfleger, der im falschen Arbeitsbereich rumläuft. Pech gehabt war es nicht, war ein Tierarzt und das müssen wir wieder rückgängig machen. Dann sollten all diese Meldungen hier wieder weggehen und damit fangen wir einfach mal an. So, scrollen wir mal runter. Oh, und sehen auch noch, dass sie hier tatsächlich einen Arbeitsbereich drin haben, was bei den Tierärzten auch nicht der Fall sein sollte. Also weg damit und einen nehmen wir. So, und kleben dich an den Mauszeiger, bringen dich hier runter und dann sind die Meldungen weg. Habe ich in der Hektik nicht gerafft. Aber gut, es ist geklärt und ihr habt das mit Sicherheit auch gemerkt. Wir gucken mal, es gibt neue Meldungen. Grüner Inselleguan, dem ist es ein bisschen zu voll hier. Gucken wir uns die Tiere einmal an, wenn wir schon da sind, oder? Wow, eigentlich auch total schöne Tiere. Na du? Ist hier so ein bisschen durch dein Geäst durch. Kriegen wir das hin? Schöne Pose irgendwie? Oh, mach schon mit. Hehe. Exakt so. Nice, oder? Gut, also, die finden das hier gerade nicht lustig, deswegen sollten wir uns drum kümmern. Wo sind wir denn? Da sind wir. Und einer darf gehen. Ein Weibchen, nehmen wir das ältere. Jo. Und das warst nicht du. Das ist okay. So, ein Problem gelöst. Hier müssen wir nach den Jaguaren mal gucken. Was ist denn hier los? Einmal Pause. Wir gucken uns das mal ganz in Ruhe an, was hier abgeht. 5 Tiere. Erste Prüfung. Ist das hier ein Gehege für Dinge, die mit I anfangen? Nein. Also räumen wir hier mal auf und gucken mal, dass wir das vermeiden. Okay, dann kommen einfach mal 4 weg. Du bist dabei. Auf Wiedersehen. Du bist auch nicht so dolle. Ist jetzt erstmal okay. Das Männchen, naja, ist auch noch erträglich. Das Weibchen ist auf jeden Fall ein Fall fürs Handelszentrum. Jetzt gucken wir mal, ob wir Männchen oder Weibchen abgeben. Das Weibchen ist ein bisschen besser als das Männchen. 42,50, 2x83. Männchen ist leicht besser. Na gut, dann können wir das jetzt auch so machen, denn wir haben ja noch ein Männchen da hinten sitzen, das so ein bisschen alleine ist. Dann verlegen wir dich einfach mal hier hin. So. Und für dich finden wir jetzt ein neues Weibchen. Guck mal im Tierhandel. Jo. Aktualisieren bringt mal gar nichts, ne? Haben wir denn da was? Fruchtbarkeit, naja. Die kann ich zwar gebrauchen, aber das ist mir lieber, das Tier ist nicht so fruchtbar wie andere Parameter auf Grün. Also. Was soll's, ist halt so. Perfekt ist halt nicht, ne? Okay, hier rappelt's wahrscheinlich auch demnächst. Und immer noch 2, habe ich da nicht aufgepasst? Du solltest doch eigentlich auch weg, habe ich doch gerade gesagt. Achso, du wirst verlegt jetzt. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Verlegung geht halt nicht so schnell.
Wir machen mal hier vorne weiter, oder? Ups, guck nochmal, was hier ist. Heilgiftfrosch hat Hunger. Leger wird schon irgendwann kommen. Ich kann gerade keinen rufen. Ich hoffe, das klappt von alleine. Widmen wir uns hier vorne der Ecke. Ich will noch mal ein bisschen dekorieren. Und da würde ich gerne ein paar Bäume hinstellen. Schon wieder erwachsener Jaguar. Gibt gleich die nächste Meldung. Machen wir erstmal ein bisschen Natur. Filtern mal nach Tropen. Nord- und Südamerika. Ja, gleich kommen die nächsten Meldungen. Ich sehe es kommen. Einfach mal hier durchscrollen, gucken, was da so geht. Ich denke, irgendwas mit Palmen wäre schön. Hier so. Aber eine schönere. Ist ein bisschen voller, ja. Einmal so. Einmal so. Nö. Ich drehe mir nochmal. Ja, ich muss schon wieder nach den Jaguaren gucken. Das ist ja unglaublich. Ein bisschen hier Überhang in den Weg. Das ist viel schöner. Das können wir hier auch noch hinkriegen. Ja, so. So gefällt mir das besser. Und ja, müssen wir gleich gucken. Ist okay. Machen wir gleich. Schau mal, ob wir hier noch eine haben. Ist zwar eine andere. Aber die macht sich, glaube ich, dahinter ganz gut. Ja, das ist in Ordnung. Vielleicht noch ein kleines Stück zurück, aber dann schwebt sie, ne? Geht. Okay. Und einmal hier rüber. Hier schwebt sie jetzt. Da muss ein Stück runter. Alles klar, so machen wir das. Jetzt kann ich schon wieder nach den Jaguaren gucken. Heute ist was los. Ah, Skorpione haben auch Hunger. Ihr seid aber schon im richtigen Arbeitsbereich. Ja, das ist gut. So, nächstes Gehege hier. Wir machen nochmal Pause. Da haben wir wieder 5 Spezialfälle. Schauen wir mal, du bist eigentlich ganz gut. 67, 183, aber hat einmal Rot dabei. Würde ich schon lieber den behalten, ne? Weil die 100 sind auch nur bei der Fruchtbarkeit, also kommst du weg? Du sowieso. Uha. Von eines meiner besseren Weibchen. So, was haben wir hier hinten? Gucken wir uns das nochmal an, das Tier. Ein Männchen. ...58, 75, 67, 83. Und hier hinten. Das Tier ist ein bisschen besser. Dann würde ich mich mal hier verabschieden und zumindest mal ins Handelszentrum tun. Da können wir noch mal prüfen, ob da noch irgendwas mit einem anderen Tier geht, mit einem anderen Weibchen. Ah, hier müssen wir gucken. Jetzt komme ich aber nicht auf den Partnervergleich. Ach, herrje. Na gut, kann ich jetzt mit leben? Das gibt Asche. Das ist fein. Okay. Sagen wir mal so, es kann weitergehen. Immer noch keine schwarzen Panther, ne? Also, Bäume. Bäume bringen Schatten, Schatten bringt niedrigere Temperatur und das macht die Leute glücklich. Deswegen gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was Größeres finden an Bäumen. Der Kapokbaum
Ich habe gesagt, ein bisschen was Größeres. Den können wir auf jeden Fall nicht hier oben hinsetzen, aber vielleicht können wir den irgendwo so hier auf das Plateau bringen. Ja. Vielleicht hier hinten noch einen. Gucken wir mal, wie sehr der hier in die Bude reinhängt. Ja, ist okay. Ich sehe, die Stützen müssen wir auch noch hier machen. Da hat man doch Aktivisten, wieso? Wo sind wir hier? Aha, der ist noch nicht drin. Ich habe mitten im Eingang gehangen. Echt, ihr habt immer noch nichts zu essen. Ich habe doch den Pfleger schon kommen lassen. Wir müssen Pfleger schulen. Ach, die kriege ich jetzt ja nicht weg, die Aktivisten, ne? Nicht ganz so einfach. Hier, Pfleger. Der ist schon fertig. Da geht noch was. So. Mehr kann ich jetzt ehrlich gesagt direkt nicht tun. Okay, das Gerüst. Hatten wir doch. Hier in der Luft hängend, ja. Das sollte so nicht sein. Dieses können wir uns mal nehmen. Aber da nehme ich auch nur den oberen Teil. Ohne Baum. So. Das klauen wir uns mal. Und jetzt geht's nach hier vorne. Gar nicht schlecht, hä? Fast ganz gut getroffen schon. Kleines bisschen drehen, habe ich das Gefühl. Wäre besser. Okay. Wups. Wunderbar. Jetzt habe ich wahrscheinlich die halbe Welt hier kopiert. Oh nein. Das ist lästig. Das Kopieren ist echt lästig hier. Wie kriege ich jetzt einen Winkel, wo nur das zu sehen ist, was ich wirklich kopieren möchte? Vielleicht so. Sonst ist nichts blau. Ah, sehr gut. Okay. Noch einmal. Okay. Das ganze Ding ziehen wir jetzt einmal rüber. Den Baum nehme ich jetzt mal in Kauf. Ey, das ist ja gleich noch viel mehr. Also machen wir es so. Probieren wir es nochmal.
Bude kommt weg, der Baum kommt weg. Muss das denn immer so kompliziert sein? Mal gucken, wo wir landen. Hier ganz weit daneben. Ja, viel besser wird's nicht. Damit kann ich leben. Kleines Stück vielleicht noch. So. Haben wir noch ein schönes Gerüst runter. Wunderbar. Hier geht's wieder weiter. Ja, dann holen wir dich mal raus. Warum auch immer du in der Transportbox bist. Aber besser als anderer Stress. So. Wir brauchen noch mehr Bäume. Die Frage ist, was wir da noch Schönes finden. Natur. Bananenstaude. Ameisenbäume, nee, nicht so. Bananenstauden sind hier erstmal zu klein. Der gelbe Trompetenbaum wirkt jetzt auch ein bisschen klein. Die große Version ist zu flach. Wenn die Leute ja nicht drunter durchlaufen, um Gottes Willen. Was ist mit dir? Da kommen wir der Sache näher. Ist auch eigentlich mit der Farbe ganz schön hier so zu dem Grün. Kann direkt so stehen bleiben. So, da bringen wir ein bisschen Symmetrie rein in das Ganze. Den drehe ich noch ein bisschen. Jo. Okay, der sitzt natürlich jetzt deutlich tiefer. Das ist echt ein bisschen schade. Vielleicht können wir den noch ein Stückchen hochziehen. Und ein Stück nach vorne. Dann müssen wir ihn drehen. Ja, besser, aber wird nicht richtig gut, habe ich das Gefühl. Okay, ich habe schon wieder Tiermeldungen, wie bekloppt. Was haben wir denn noch? Eine Palme hier. Die ist mir jetzt ein bisschen zu klein. Ich will jetzt schon was Größeres haben. Haranuss-Netzanone. No. 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 Die Paranuss ist natürlich jetzt ein ganz schöner Riese hiergegen. Aber mal gucken. Mal gucken, was geht. An sich macht sie sich hier nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir mit Drehen noch ein bisschen was gewinnen können. Ja, machen wir einfach so und dann ist gut. Nehmen nochmal die bisschen lichtere Paranuss hier. So, dann wird das doch schon mal ordentlich grün. Wie schaut es von vorne aus? Ja, das habe ich fast befürchtet. Ich muss noch einen Stock tiefer. Dann mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Kap dazwischen kann. Den haben wir aber da schon stehen. Vielleicht eher eine Würgefeige. Die Marinde ist jetzt zu klein. Yes,
war es der hier, ne? Okay, jetzt ist es schon mal ein bisschen grüner. Jetzt könnten wir vielleicht... Oh, das ist gut hier. Einfach reinwerfen, genau. Ihr habt es verstanden. Vielleicht nochmal einen Pflanzkübel hinstellen. Ups. Jetzt die Frage, welchen? Ja, den eckigen hier. Der ist jetzt viel zu groß. Können wir nicht viel machen. Wir probieren es mal. Erstmal mit Bänken. Nee, nicht Mitarbeiter, Gästeeinrichtung auch nicht, sondern hier. Der Steg ist breiter hier als der andere. Ich habe mir das eben schon gedacht. Und hier Bänke, um ins Vivarium reinzuschauen. So, ich hätte hier gerne noch ein paar Pflanzen gehabt, aber das ist in der Tat nicht ganz einfach. Gucken wir mal, ob wir irgendwas hier vorne noch hinkriegen. Viel zu groß. Die Leute sollen drüber wegschauen können. Netzanone ist viel zu klein. Damit können wir nichts machen. Alles so ausladende Baumkronen, das ist jetzt viel zu viel. Können wir alle höchstens hier hin machen. Das geht. Können wir das so ein kleines bisschen einbetten hier. Und hier passt nichts mehr so richtig hin. Ist der Laden hier fast komplett abgeschnitten. Ja, ist ein bisschen Urwald. Gucken einfach mal, ob es durch Drehen noch ein bisschen korrigierbar ist. Ja. Dann ist der Weg frei. So, was haben die Leute denn hier für eine Sicht? Oh, da hängen auch die Äste rein. Wenn sie hier stehen... Ah, komm so ein bisschen Blick hier runter zu den Schildkröten, das ist okay. Aber da müssen wir noch ein bisschen drehen. So ist gut. Dann bin ich mal gespannt, ob das mit diesen Gästegedanken zum Thema mir ist so heiß irgendwie besser wird hier. Mit dem ganzen Schatten, den ich hier hinbaue. Das wäre natürlich wünschenswert. Ich würde mich riesig freuen, wenn das klappen täte. Immer schon, das ist nicht gut gewesen. Weil das ist nicht Kapok hier. So sieht Kapok nicht aus. Geht gar nicht. Ja, kann man hier einen Wasserfall runter machen? Könnte man, weiß ich aber noch nicht wie. Mir fehlt was. Also irgendwie muss ich diese Lücke hier füllen. Ah, damit kommen wir doch der Sache ein bisschen näher.
Ja, passt mal auf. Das kriegen wir hin. Jetzt haben wir die große Wirkfeige. Und dann verstecken wir so ein bisschen hier diese Stützen. Und dann sieht das auch nicht mehr ganz so schlimm aus. Haben wir eine schöne Laubwand hier. So, das ist jetzt nicht der richtige Tamarindenbaum hierfür. So, und die sollen sich ruhig ein bisschen überschneiden. Ja. Deutlich besser. Jetzt wollen wir mal gucken, dass hier die Aussicht bleibt. Passt. Ja, so können wir es machen. So ist das schön. Und wir gucken nochmal nach den Tieren. Die Krustenechse. Das ist echt nicht wahr. Ich brauche noch mehr Tierpfleger, oder? Ich stelle mal einen zusätzlichen ein. Und der kümmert sich nur um Vivarien. Okay, und darf auch direkt geschult werden. Okay. Jetzt ist die Frage, machen wir hier noch eine Toilette irgendwie hin oder nicht? Über das Thema bin ich ja bis jetzt sehr professionell drüber weggegangen. Ich würde mir jetzt einfach die Toilette da hinten nochmal klauen. Die hier, so wie sie ist. Ohne Baum. Jo, die nehmen wir einfach nochmal. Fackeln haben wir dabei, das ist okay. Und die kommt hier einfach nochmal hin. Ja, perfekt, oder? Lass das einfach dran, das brauche ich tatsächlich hier. In der Tat können wir sogar nochmal kopieren. Aber hier an der Seite ist alles gut. So, haben wir noch eine zweite Toilette. Können wir vielleicht noch ein paar Blümchen hinmachen? Ihr wisst, was kommt, genau. Und noch ein bisschen Kleingebüsch. Hier wäre jetzt auch schön. Aber wirklich Gebüsch haben wir nicht viel. Und das lässt sich vor allen Dingen gar nicht gut am Hang setzen. Nochmal. Ja, das sieht halt ein bisschen dämlich aus, ne?
Nee, 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 das ist nicht Sinn der Sache. Haben wir aber nicht viel, was geht, ne? Und klar, so ein bisschen hier einfach ein bisschen Zeug auf dem Hang verteilen, das geht immer. Einfach ein bisschen unregelmäßig. Aber viel Auswahl haben wir ohnehin nicht. Mal eine kleine Netzanone dazwischen. Kommt einfach halt ein bisschen Leben rein. Ohne dass es zu sehr gekünstelt wirkt. So, und dann noch ein bisschen Fensterblatt. Okay, dann ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen grüner als vorher. Die Ecke formt sich. Bin ich schon relativ zufrieden. Ein bisschen was geht natürlich immer noch. Die Kohle hier kommt hoffentlich rein. Ja, dezent, aber besser als nichts. Hier machen wir auch dezenten Gewinn. Das ist auch besser als nichts. Und hier drüben hängt der Baum rein. Eieiei. Ja, so passt es. Okay, wir gucken einfach mal aus Interesse, was hier hinten meine Bahn macht. Bimmelbange. Ach, das läuft. Okay, ein letzter Check hier bei den Jaguaren. Ich wollte schon Panthern sagen, nur weil da Panther steht. Das ist ein Gehege, das für das vorgesehen ist, was hier passiert. So, du kommst weg. Du darfst mal bleiben, das ist gut. Hier haben wir noch ein Weibchen, das man auch gebrauchen könnte. Ja. Dieses Weibchen, oder? Also im Mittel 67 und hier haben wir ein kleines bisschen mehr. Also da haben wir noch ein Weibchen, das wir auch irgendwo hinsetzen könnten. Vielleicht hier, weil hier ist ja auch schon ein bisschen zu viel. Ne, ihr wisst schon. Machen wir das mal so. Mittlerweile habe ich doch ganz gut brauchbare Tiere, aber trotzdem keine schwarzen Panther. Noch immer nicht. Und noch eines meiner besseren Weibchen. Guck jetzt einmal. Können wir das denn. Ich hätte sie gerne einmal alle im Überblick. Das heißt, ich müsste mal nach Männchen gucken und dann einen Partnervergleich machen. Dann sehen wir doch einigermaßen die Weibchen im Vergleich. Also ich habe schon noch viele mit zwei Orangen. Und hier. Und erwachsen.
Nekahual. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Du kannst wahrscheinlich weg. Und dann könnten wir dich einmal ersetzen. Also wir merken uns das mal. Xochipili, um Gottes Willen. Diese Namen, die machen mich fertig. So, Panther 3, das ist doch schon mal eine gute Info. Ist der falsche. Du bist das schlechte Tier. Dann haben die auch noch den gleichen Namen. Du bist schon im Handelszentrum. Hätte es ahnen können. So, dann nehmen wir mal die Punkte mit. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie anders tauschen können. Vielleicht gegen ein Tier vom Markt. Ein besseres Männchen. Da können wir ja nochmal gucken. Oder wir nehmen das Männchen hier raus und sobald irgendein anderes Tier erwachsen wird, können wir da auch nochmal ran. Ist jetzt nicht besser, ne? Auch nicht unbedingt. Interessanterweise sind die 50 hier orange und hier sind sie grün. Also da kommen wir nicht weiter. Dann nehmen wir jetzt einfach dieses Männchen hier raus. Und füllen irgendwann mit einem schönen anderen Männchen auf. Okay, dann lassen wir das für heute erstmal so. Die Ecke ist jetzt schöner dekoriert. Hier geht natürlich immer noch was in den Randbereichen. Hier können wir noch ganz viel machen. Also es wächst alles ein bisschen zu einem Zoo zusammen. Das ist schön. Und einen Vorschlag würde ich jetzt gerne mal aufgreifen und nennen, weil ich den gut fand. Und auch sowas mir selbst schon gedacht habe. Wir haben ja immer noch Leute, die hier sich stauen und vielleicht auch runter wollen. Und die Bahn kriegt es nicht richtig abtransportiert. Wir könnten mit einem weiteren Fahrgeschäft von der Seite aus später in den nächsten Teil gehen, so dass im Prinzip hier wieder eine geschlossene Verbindung zu dem Teil ist, dass die Leute nicht zu Fuß hier runterkommen, nur mit einer Bahn. Eventuell war hier mit so einer Safari oder von einer Safari die Rede. Das wäre natürlich eine gute Idee, dann können wir von hier diesen Baumwipfelpfad machen, die dürfen ruhig für Fußgänger miteinander verbunden sein, aber so, dass man weiter hier oben nur mit einer Bahn hinkommt und mit einem zweiten Fahrgeschäft einfach noch ein größerer Austausch der Gäste stattfindet. Das ist eine Idee, die ich habe. Und wenn ich hier irgendwann mal fertig bin mit dem Südamerika-Teil oder mit dem Amerika-Teil, mit dem Tropenteil, dann geht es wahrscheinlich hier nach Afrika weiter. Und wir haben aber noch ein paar Baustellen hier, noch ein paar Verkleidungen, ein bisschen Deko. Langweilig wird das hier noch nicht. Hier unten müssen wir noch viel fertig machen. Ja, gibt noch ein paar Folgen, aber dann kommt der Afrika-Teil. So soll es sein, so machen wir weiter. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Matze.